Okay, liebe Leute, also erstmal wird die Linse geputzt. Also, liebe Leute, ich will euch heute vielleicht mal wieder ein kleines Fahrradtechnik-spezifisches Video präsentieren. Und zwar geht es darum, dass ich eine Favoritnarbe werde ich heute aufschrauben und werde die mal mit der Velo-Stil-Narbe, mit dieser neuen Narbe aus Tschechien vergleichen. So was Qualität angeht und Verarbeitung, wenn es klappt. Dazu muss ich jetzt erstmal das hier runternehmen vom Tisch, damit wir Freiheit haben, Arbeitsfreiheit, und dann geht's los. Und zuallererst habe ich erstmal einen Kaffee hier. Ne, also das war ja heute wieder ein Tag. Da waren wir viel unterwegs mit Lumi. Und heute Morgen habe ich mich ja nicht so gut gefühlt, ehrlich gesagt. Da war ich ganz schön schlapp. Also hier haben wir eine Velo-Stil-Narbe, die habe ich glaube schon mal gezeigt. Die habe ich auch schon mal auseinandergebaut. Das ist unser Anschauungsobjekt. Das ist eine gebrauchte Velo-Stil-Narbe, die ich dann gereinigt habe und als Anschauungsobjekt sozusagen demontiert gelassen habe. Dass man mal reinschauen kann. Das nehmen wir zum Vergleichen. Dann haben wir hier diese Narbenhülse von der Velo-Stil-Narbe. Im Grunde genommen ist es genau das gleiche, nur in billig. Der Zahnkranz ist gut, der ist immer gleich, bis auf die Härte des Materials. Dieser Abdeckring, das war das Erste. Nun habe ich ja im letzten Jahr viel auseinandergeschraubt und habe mir gesagt, das und das und das will ich alles mal machen. Und bis jetzt bin ich ja noch zu gar nichts gekommen. Hier ist also das Objekt der Begierde, wo wir jetzt mal reinschauen werden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was da der Defekt war. Vermutlich ist sie durchgetreten einfach. Also das hat man häufig, dass sie verharzen innen drin. Und sich dann nicht mehr drehen. Ich habe die offensichtlich ja sehr ordentlich ausgespeicht sogar. Offensichtlich scheint sich das ja noch zu lohnen bei der. Also ein Quietschen wird es nicht gewesen sein. Wir schauen jetzt mal gemeinsam da rein und schauen mal, wie die aussieht im Vergleich. Und ich hoffe, ihr könnt alle sehen. Ich weiß nämlich nicht, wie das hier mit diesem Licht ist, ehrlich gesagt. Ob das sehr gut ist für die Kamera oder nicht. Eine weiße Unterlage habe ich gewählt, weil ich dachte, naja, vielleicht ist das ja süß. Vielleicht kann man dadurch besser sehen. Es ist quasi für mich auch das erste Mal, dass ich hier auf so einem exklusiven Arbeitsplatz eigentlich arbeitet. 15er Schlüssel habe ich mitgebracht und die beiden Fichtel und Sachs bzw. Renak Demontageschlüssel, ne? Hakenschlüsselsack. Einen großen Schlitz und einen kleinen Schlitzschraubenzieher. Meines Erachtens müsste das reichen zur Demontage. Aber ich habe ja schon lange nichts mehr an Rädern getan, deswegen bin ich ja eigentlich wieder wie ein Neuling auf dem Gebiet. Und schauen wir doch mal, was ich noch weiß. Erstmal brauche ich einen erhöhten Punkt für die Kamera. So, hier haben wir das Objekt der Begierde. Da schraube ich jetzt erstmal schon mal diese Muttern links und rechts ab und nehme die Scheiben runter. Dann haben wir hier Muttern, Scheiben. Wir packen uns das so ordentlich hin. Also ich müsste das jetzt nicht machen, aber ich meine, es ist für euch vielleicht ganz gut, wenn ihr so eine Narbe auseinandernehmt, packt euch die Sachen ordentlich hin, nach Seite. Mutter, Scheibe, dann die nächste Scheibe, die nächste Scheibe, die nächste Scheibe, so dass ihr immer genau wisst, sozusagen immer in so einer Reihenfolge, damit ihr genau wisst, wie ihr es nachher wieder zusammensetzt. Werde ich nachher nochmal sagen. Also, ich beginne. Jetzt muss ich erstmal den Quatsch hier öffnen. Erstmal alles abmachen, was dazugehört, weil das habe ich ja schon runtergenommen hier. Diese schöne weiße Platte wird natürlich unheimlich schmierig werden gleich. Also hier haben wir den Sprengring, der ist total versifft und dreckig. Ja. Der kommt dahin. Dann haben wir die Abdeckplatte. Dann haben wir den Zahnkranz natürlich. Machen wir mal von oben nach unten. So. 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 Zahnkranz. Abdeckplatte. Damit die Speichen nicht verloren gehen, habe ich die hier festgeschraubt. Das muss ich jetzt natürlich wieder rückgängig machen. Zack. Den gesamten Speichensatz, das ist jetzt wirklich nur für eine Restauration, wird interessant. Da hebt man die auf. Sprich, wenn man das wieder original haben will, naja, dann macht man das. Dann hat man hier den gesamten Speichensatz mit den passenden Nippeln. Das ist alles original. Und dann baut man die wieder, poliert die und baut die dann wieder ein. Also das kann man auch machen. Wenn man wirklich ein Rad nur der Originalität wegen wiederherstellt. Ansonsten würde ich das nicht machen, würde ich sagen. Nehmt neue Speichen, wenn ihr wirklich ein Rad, was ihr jeden Tag fahren wollt, nehmt einfach einen Satz neue Speichen.
gute Speichen und fertig. Ja, aber so für mich, ich fand es jetzt ganz gut. Die sind alle noch ganz gut intakt. Die sind natürlich angelaufen und so, und da ging es um die Originalität. Ich habe ein komplettes Laufrad noch da, eine Felge habe ich noch da. Und vielleicht speichern wir die dann auch mal zusammen ein, nochmal. Und dann werde ich die Speichen auch herrichten und das seht ihr dann vielleicht im nächsten Video. Und dann haben wir ein schönes Laufrad gebaut zusammen. Ich komme ja auch erstmal auf die Seite. Jetzt geht's weiter. So, nun haben wir hier dieses wunderschöne Objekt, ja, dieses schmierige, batzige Ding. Schaut doch mal. Ich persönlich würde vermuten, also eine Favoritnarbe ist es. Hier steht's. Favorit. Könnt ihr sehen, ne? Sie läuft ein bisschen kratzig, die gute. Eigentlich wundern, dass ich so ein bisschen schnupfe. Ich bin so ein bisschen erkältet. Wie gesagt, heute Morgen ging es mir auch nicht so gut. Also bitte ich nachzusehen. Da ich mit diesem GoPro-Mikrofon aufnehme, ist das natürlich alles sehr deutlich zu hören. Leider. Ja, wo war ich stehen geblieben? Also, ich denke, hier fehlt die zweite Konterscheibe. Diese zweite Konterscheibe, die ist offensichtlich ersetzt worden durch eine Mutter. Diese Mutter gehört da nicht hin. Normalerweise sind es zwei dieser Scheiben. Dieser Scheiben mit diesen Haken für diese Hakenschlüssel. Diese Mutter müssen wir erstmal entfernen. Wir entfernen diese Mutter. Und zwar... Dafür nehmen wir diesen Schlüssel, die viereckige Öffnung, und setzen die auf die Achse. Zack. Seht ihr, das funktioniert, das hält. Das ist dafür gemacht, dieser Schlüssel. Da es jetzt eine Mutter ist und keine Hakenscheibe, nehmen wir nicht diesen anderen Hakenschlüssel hier, der für die Hakenscheibe dann ist, der dann hier einhakt, sondern wir nehmen 15er Schlüssel. Und öffnen. Dann drehen wir die Mutter ab. Eieiei, ganz schön verharzt und verballert. Also am Ende wird alles sauber gemacht. Kommt diese Mutter hier hin. Jetzt haben wir diese Hakenscheibe hier drunter und gehen genau gleich vor. Also wir kontern das hier mit dem Vierkant, halten den fest, setzen den Hakenschlüssel hier an. Und öffnen. Und öffnen. Jawohl. Dann drehen wir diese Scheibe runter von der Achse. Haben wir. Beim Runterdrehen merkt man schon, ob sich das gut anfühlt oder nicht. Und es fühlte sich gerade nicht so gut an. Das heißt, das Gewinde in dieser Scheibe wird kaputt sein. Das Gewinde hier drin ist abgelaufen oder da ist unheimlich viel Dreck drin oder das Gewinde auf der Achse ist nicht mehr so schön. Also da muss man wirklich nachher mal schauen beim Zusammenbauen, beim Reinigen, was da kaputt ist. Also dann bewegen wir hier diesen Bremsanker, das ist der Bremsanker, den bewegen wir einfach so ein bisschen hin und her und lösen damit diese Unterlagscheibe, die sich hier noch drauf befindet. Ja, so eine Unterlagscheibe mit so einem ganz kleinen Zähnchen. Da ist der Zahn, da oben, der hakt hier in diese Nut ein. Ist eine Unterlagscheibe, so eine Verdrehscheibe, so eine, beim Kontern die Achse vorm Verdrehen sichert. Ja, das ist ganz gut. Da kannst du dich hier, die kann sich nicht verdrehen durch diesen Haken. Kommt auch dahin. Ja, und dann ganz normal, im Grunde genommen, können wir den Bremsanker benutzen, um den Bremskonus runterzudrehen. Das mache ich jetzt. Wunderbar. Und alles machen wir, indem wir hier einfach kontern, da mit diesem Vierkantschlüssel die Achse festhalten. Schauen Sie, wunderbar, meine Herrschaften. Wenn es denn locker ist, nehmen wir den Bremsanker runter. Ziehen den Bremskonus ab. Konus ist runter. Jetzt können wir die Nabenhülse komplett abheben vom Rest. Zack. Habt ihr gesehen? Zack. Fehlt da was? Da fehlt nichts. Jo, jetzt haben wir das hier runtergehoben. Wunderbar, das freut mich sehr. Jetzt kümmern wir uns um die Nabenhülse. Das können wir jetzt liegen lassen. Den Schlüssel abziehen. Packen
Nehmen wir Seite. Also, hier haben wir die Nachmühlse mit dem Kugellager. Ein Kugellager ist noch drin, das andere Lager befindet sich hier, für die andere Seite, befindet sich noch auf der Achse. Jetzt schauen wir uns die Nabenhülse mal an. Sehr verschmutzt auf alle Fälle, sehr, sehr, sehr verschmutzt. Ich probiere mal, das abzuheben hier. Habt ihr das gesehen? Also es funktioniert, ja. Also es ist so ein kleiner Sprengring hier drin und mit Sicherheit ist das nicht das richtige Werkzeug, um den herauszuholen. Aber so funktioniert es halt auch. Ich habe dieses Werkzeug nicht, das Originale dafür, und da muss es so funktionieren. Also, um an das Lager ranzukommen, zum Reinigen, müssen wir diesen Ring, der hier reingepresst wird, den man am Ende jetzt wieder reinpressen kann, weil der ist nicht verbogen oder irgendwas durch diese Technik, muss man den erst raushebeln. Das habe ich jetzt getan. Dann kommt auch der hier hin, drüben hin, auf unsere Seite. Und wir müssen natürlich, um den nicht zu verbiegen, man darf nicht so, sollte man das nicht machen, sondern man sollte was Flaches unterlegen. Da kann man den wunderbar so hochhebeln. Funktioniert. Jetzt kommen wir an das Lager ran. Schaut mal, wie verdreckt das ist. Das muss definitiv richtig gut sauber gemacht werden. Positiv ist, dass es sehr schmierig noch ist und nicht trocken. Also dadurch kann man natürlich auch das Originalteil noch weiter verwenden. Auch das Kugellager packen wir hier drüben hin. Jetzt haben wir die Nabenhülse komplett einzeln. Dann könnten wir anfangen mit Putzen, machen wir aber nicht. Wir packen auch die Nabenhülse hier drüben hin und weiter geht's. Jo, wie geht's jetzt weiter? Wir gucken wieder von der Seite, von der wir die ganze Zeit auseinandergebaut haben. Ich ziehe den Bremsmantel ab. Das ist der Bremsmantel. Der Bremsmantel ist, da ist noch Material da. Säubern und wiederverwenden. Das machen wir mal ein bisschen schon mal Fettpups hier abmachen. Sehr schwere Schmiere ist hier überall drauf. Also dieses Teil, was ich jetzt hier aus dem Bremsmantel rausgezogen habe, sorgt dafür, dass beim Zurücktreten, beim Betätigen des der Rücktrittbremse, gehen diese beiden Röllchen, die hier oben und diese hier, zack, gehen auseinander, wie man sieht. Durch dieses Auseinandergehen spreizt sich der Bremsmantel und wird gegen die Nabenhülse gedrückt. Dadurch bremst man. Also, auch das sieht intakt aus, da ist nichts gebrochen oder irgendwas oder so. Es ist natürlich sehr schwerfällig hier mit dieser Graphitschmiere oder was ist das? Also es ist wirklich sehr schwere Schmiere. Das muss natürlich leichtläufig sein und dadurch klebt es wahrscheinlich ein bisschen und ja, das ist nicht optimal. Machen wir. Ist aber nichts kaputt, nichts defekt an diesen Narben. Das ist wirklich eigentlich immer fantastisch und immer wieder schön zu sehen. Jetzt nehmen wir die komplette Antriebs-, das ist die Antriebseinheit hier bei einer Eingangnarbe, ziehen wir komplett runter und da sehe ich was, was mir nicht so gefällt. Dieses Lager hier ist trocken gelaufen. Die Kugeln sind aber noch nicht dunkel, das heißt, sie sind noch nicht ausgeglüht, die kann man noch verwenden. Allerdings sehe ich hier auf diesem Konus Einlaufspuren, extreme Einlaufspuren und sehr trocken fühlt sich das an. Ist lange kein Fett mehr dran gewesen und vermutlich wird es auch nicht lange halten. Ja, ich weiß nicht, ob ich das darstellen kann, aber sieht man diese kleinen, diesen hellen Streifen, sieht man ja. Wenn dieser helle Streifen einfarbig wäre, sprich durchgehend hell, wäre es okay, aber hier ist noch sowas wie so ein
merkt man ganz deutlich, wenn man mit dem Schraubenzieher drüber geht, mit irgendwas Spitzen, hier sind so kleine Kerben drin. Diese kleinen Kerben sind nicht gut. Dieser Konus ist aufgepresst auf die Achse. Die Achse ist eigentlich noch in Ordnung, aber man sollte sie oder man kann sie nicht zuverlässig verwenden. Weil dadurch, dass hier diese kleinen Unebenheiten in der Lauffläche drin sind, wo die Kugeln drüber rollen, merkt man das natürlich. Also müsste man diese Achse tauschen, komplett. Nun, so eine Achse bekommt man wahrscheinlich heutzutage nicht mehr so an jeder Straßenecke, aber über eBay oder so sollte das möglich sein. Die Sache ist natürlich, dass sich sowas nicht lohnt. Na, darf man auch nicht vergessen, denn ich glaube, man bekommt eine komplette Favoritenhaube irgendwie für, wenn sie wieder aufgearbeitet ist, für 30, 35 Euro. Und da lohnt sich das nicht, sowas zu restaurieren. Noch nicht. Aber irgendwann kommt die Zeit, da sagen die Leute, oh, jetzt doch alles rar geworden. Vielleicht in 20 Jahren, vielleicht in 30 Jahren. Und dann heult man hinterher, dass man, ah, weißt du noch früher, wo ich klein war, wo ich noch jung war, da habe ich die weggeschmissen. Ja, das ist ja gut so, weil wenn es keiner wegschmeißen würde, würde es auch niemals selten werden. Was soll ich dazu sagen? Wir bauen die trotzdem dann so wieder zusammen, gereinigt. Muss man halt öfter das Lager tauschen hier. Dieses Lager, welches sich hier drin befindet. Die Kugeln sind pupstrocken, da ist nichts an Schmiere mehr da. Leider. So, jetzt haben wir die Achse einzeln. Jetzt nehmen wir die Antriebseinheit auseinander. Um die Antriebseinheit auseinanderzunehmen, muss man hier einen kleinen Sprengring lösen, der sich hier befindet. Da ist er, da sitzt er, da drin. Er hält die Walzen und das Walzengehäuse in der Position fest. Ich mache das Ganze grob russisch. Gehe hier einfach drunter und heb den Sprengring raus. Antriebseinheit. Achse, Sprengring. Jetzt geht's los, liebe Leute. Also, man sollte das nicht im dunklen Keller oder irgendwas machen, weil es ist ärgerlich, wenn dann die ganzen Walzen runterfallen. Ich drehe das um. Halt die Kugelring fest und ziehe den Walzenkäfig ab. Hier befinden sich die fünf Walzen, die auch nach außen gepresst werden. Das gleiche System wie bei der Rücktrittbremse. Und durch dieses nach außen pressen, pressen die halt gegen die Nabenhülse und treiben die voran, nach vorne. Die nehmen wir jetzt raus. Ja. Sind die Walzen abgelaufen, sind sie zu dünn. Und wenn sie zu dünn sind, dann rutschen die durch. Sprich, man kann richtig fest reintreten und beim richtig fest reintreten rutschen die einfach durch. Dann tauscht man normalerweise einfach nur die Walzen aus. Und das war's. Natürlich nicht im Sinne des neuzeitlichen Denkens, wo man dann alle tauschen muss, weil wie gesagt, es ist ja alles so billig. Ja? Das Schöne hieran ist, dass es eine gute Qualität ist, dass es hartes Material ist und dass es wirklich lange hält gegenüber dem neueren Modell, was irgendwie ein Jahr hält und dann kaputt ist. Also kann ich überhaupt nicht begreifen. Das ist jetzt erstmal die Demontage. Und im nächsten Video zeige ich euch dann den Vergleich der einzelnen Teile. Ich mache nur kurz sauber, so ein bisschen absäubern. Was haben wir denn jetzt noch übrig hier? Ist ja nicht mehr viel. Kugelring. Kugelkäfig, auch wenig Fett drin, wie man sieht. Haltet es einfach mal nach unten. Die Kugeln schüttelt mal dran und wenn sie nicht aus dem Kugelkäfig fallen, sind sie eigentlich noch gut. Ist der Kugelkäfig nicht abgelaufen, die Kugeln nicht dünn, sodass man die eigentlich wiederverwenden kann. Gilt nur bei alten Sachen, die man wirklich original erhalten will. Ja, bei neuen Sachen ist es immer natürlich, also das gibt es ja wie Sand am Meer. Und wenn man noch New Old Stock Kugellager findet und es einmal auseinander hat, sozusagen, sollte man auch immer neue Kugellager einbauen. Dass sie aber bei den alten Sachen nicht immer diese alten Teile wiederfinden, sondern nur dieses neue,
Ich würde nie dieses alte Lager, wenn es noch gut aussieht, wenn die Kugeln noch in Ordnung sind, wenn die nicht beschädigt sind, würde ich die nie gegen irgendein neues, billiges 1 Euro, 1,50 Euro Lagerring tauschen, weil das hält vielleicht ein halbes Jahr oder so, wenn überhaupt. Und dann sind die kaputt. Und dann muss man das Gleiche wieder machen und wieder und wieder. Das macht keinen Spaß. Immer wieder auseinanderschrauben und zusammen. Dafür ist es nicht gemacht. Das Lager hat jetzt hier gehalten bestimmt 30, 40 Jahre. Ja, bis jetzt. Und ist immer noch nicht komplett tot. Und es ist mit Sicherheit die ersten 10 bis 15, 20 Jahre intensiv genutzt worden. So, wo sind wir jetzt? Wo stehen wir denn jetzt? Tja, das war's schon eigentlich. Jetzt müssen wir hier noch dieses Lager rauskriegen. Das wird ein bisschen schwieriger, weil es ist genau das gleiche System mit diesem eingepressten. Allerdings haben wir hier nicht so einen schönen Rand, den wir benutzen können. Dann müssen wir mal schauen, ob wir das hinkriegen. Und zwar... rausbekommen habe ich es. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, die Kugeln sind überall hingeflogen. Ich suche mal die zusammen wieder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eine fehlt. 9. 10. Komplett. Das ist das größte Problem hier. Bei diesen Ringen verbiegt man immer. Da kann man machen, was man will. Den kriegt man nicht so raus. Das ist zu weiches Blech. Ja, den kann man jetzt ein bisschen zurückformen wieder. Das werde ich auch machen. Na, und dann wird er auch wieder verwendet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Murmeln. So, liebe Leute, 35 Minuten fast. Ich zeige euch mal die ganzen Einzelteile nochmal. Und zwar hier geht's los. Wie viele Teile haben wir denn jetzt? Also besteht dieses Teil besteht aus 1, 2, 3, 4 Teilen. 2 Walzen, eine Grundeinheit und eine Federeinheit. Ne? Also 1, 2, 3, 4 Teile, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Jetzt könnte man die Kugeln natürlich noch einzeln zählen. Das machen wir nicht. 30 Einzelteile, eine Narbe. Das ist eigentlich wenig, ne? Muss man mal so sagen. Das ist ja gar nicht so viel. Wenn man jetzt die Kugeln natürlich noch mitzählt, einzeln und den Kugelring einzeln, also jetzt habe ich nur die Kugeln immer als Konvolut genommen, dann ist man dabei weit mehr. Eine Favoritnarbe. Ja, das war die Demontage der Favoritnarbe, dieser alten Favoritnarbe. Das hat er natürlich wieder mal richtig schön dreckig gemacht. Ich hoffe, ihr konntet dem Video auch ein bisschen Informationen entnehmen bis jetzt. Also das war Demontage einer alten Favoritnarbe mit dieser wunderschönen, mit diesem wunderschönen Schriftzug noch hier drauf. Ne? Mit diesem wunderschönen Favorit. Wollte ich euch einfach mal zeigen. Im nächsten Video werden wir diese einzelnen Teile dieser neuen Velo-Stil-Narbe gegenüberpacken und schauen, was sich da verändert hat, wo da gespart wurde. Also ob wir das sehen überhaupt, den Qualitätsunterschied oder nicht. Bis dahin muss ich das alles noch ein bisschen sauber machen, ein bisschen reinigen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ja, das werde ich jetzt hier in den Vlog mit reinpacken, ganz einfach. Dann wird es ein bisschen ein Info-Lern-Vlog. Das ist auch nicht schlecht. Schauen wir mal. Also bis morgen. Macht es gut. Ich schneide jetzt den ganzen Krempel wieder zusammen. Wir sehen uns beim nächsten Mal in Tommys Leben und in Tommys kleinem Fahrradworkshop. Also bis dann. Ciao, euer Tommy.